Okay, wo geht's lang? Ah, so können wir die Karte ein- und ausblenden. Ist auch nicht schlecht. Okay, wir sind schon sehr weit gelaufen. Okay. Okay. Unsere Subsidien möchte ich möglichst lange behalten. So lange wie es geht. Am besten das ganze Spiel über. Weil ich kenne eine Stelle, wie gesagt, da bin ich beim ersten Mal nie weitergekommen. Das heißt, ab irgendeiner Stelle ist das Let's Play Blind. Und dafür möchte ich dann die... Ah, scheiße. Und dafür möchte ich dann die... Ihr seid doch kacke. Ja, genau. Und dafür möchte ich dann die... Ach, ich kann keine Sätze beenden. Es ist ein Drama manchmal. Headshot! Es gibt eine Stelle im Spiel, für die möchte ich die Subsidien aufheben. So, so ist richtig. Okay, so endet man die Paradigmen. Okay. Ich musste nur noch mal gucken, wie das geht. Ich hab's vergessen. Im Moment ist es nicht von Bedeutung. Noch nicht. Mein Mikro sitzt nicht. Okay. Item. Aha, ich muss es also erst sehen. Ist geil. Eine neue Phönixfeder. Ja, super. Für sowas lohnt es sich. Mit Phönixfedern können wir besiegte Teammitglieder heilen. Oh Gott, nicht noch mehr von euch. Yeah, am Gegner vorbei. Sowas liebe ich. So, hier geht's nach oben. Da oben ist bestimmt ein Item. Oder auch nicht. Aber da unten sehe ich eins. Items sammeln. Items. Miefsekret. Okay, weiter. Okay, irgendwelche Gegner haben mich gerade bemerkt. Ich habe keine Ahnung, wer. Ah, oh Gott, Soldaten. Fuck off. Aber da unten ist bestimmt ein Item, war so klar. Ich knöpfe mir die jetzt vor, ich will das Item haben. Hey Leute, was geht denn ab? Massenkill! Ein Angriff und die sind weg. Und das waren mal Gegner für uns. Weiter im Text. Space Jump. Safe Punkt. Da ist doch bestimmt ein Item, oder? Tatsache, tatsächlich nicht. Speichern abgeschlossen. Okay. Als weiter. Der Zug ist auch abgestürzt. Ist das hier der Zug? Der Purgationszug? Scheint fast so. Hier ist ja alles gelandet. Okay, Zwischensequenz. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Aber ich habe die Klappe. Genau. Weil es auch geht und so, ne? Just gonna leave her?
SCICOM will be here soon. If they find us, we're all dead. You think Sarah'd want that? You think you know how she feels? If I leave her, then I'll never know. We'll be fine. I can handle anything they throw at us. No one will die. I'll protect Sarah and Cocoon. Does she look protected to you? I can save her! What can you possibly do? Whatever it takes. Okay. Och nö, wir haben dich doch besiegt am Anfang. Och nee, es ist dieser hässliche Boss, den wir ganz zu Beginn besiegt haben. Es ist dieses Manasfing Mechatron. Die Rückkehr des Bosses. Wir haben dich doch besiegt, Alter. Was willst du? Oh Gott, ich hasse diesen Bossfight. Siehst aber ein bisschen demoliert aus, mein Freund. Wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Vor 100 Jahren? Paradigmen-System. Ja, ich kenne das System bereits. Das ist ein gefährlicher Gegner mit vielen TP. Er sollte in Schock versetzt werden, um den Schaden gegen ihn zu maximieren. Okay, dann zeig mal. Das offensiv ausgelegte Paradigma-Blitzschlag ist hervorragend dazu geeignet, einen Gegner konzentriert anzugreifen, den Serienbonus gegen ihn zu erhöhen und ihn schließlich in Schock zu versetzen. Allerdings hat dieser Gegner eine hohe Angriffskraft, wodurch er großen Schaden verursacht. Wenn die Gefahr besteht, dass ein Kampfmitglied kampfunfähig wird, sollte rechtzeitig zu einem Paradigma wie grüner Trilli, das einen Heiler beinhaltet, gewechselt werden. Bei solch einem defensiven Paradigma ist es jedoch schwierig, den Serienbonus zu steigern oder zu verhindern, dass er sogar sinkt. Es gilt, die TP der eigenen Gruppe und den Serienbonus im Auge zu behalten und das Paradigma der jeweiligen Situation anzupassen. Zunächst kann ein offensives Paradigma wie Blitzschlag dazu beitragen, den Serienbonus in die Höhe zu treiben. Sobald die Kampfmitglieder Schaden erlitten haben, ermöglicht ein defensives Paradigma wie grüner Trilith Heilung. Nachdem die TP geheilt wurden, kann wieder zu einem offensiven Paradigma gewechselt werden. Durch geschickten Wechsel der Paradigmen ist es möglich, selbst den stärksten Gegner in Schock zu versetzen. Und hier machen wir erstmal einen Cut. Bis gleich.